Willkommen zurück zu Borderlands. Wir sind mal wieder in Overlock und machen hier drüben am schwarzen Brett die nächste Mission. Was auch immer wir hier bekommen werden. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnells Armageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Alles klar, okay, machen wir. Und wir müssen da drüben hin. 2 Minuten. Also, einmal hier ran. Ah, Moment, Moment, Moment. Wir gehen erstmal hier zum Catch a Ride. Nehmen uns den hier mit den Raketen. Und dann müssen wir wohin? Okay, einmal hier hin. Dann die drei hier in der Nähe. Ich würde sagen, wir arbeiten uns so hin. Einmal so rum. Oh, das ist aber ein schöner Arm. Der muss trainiert haben. Rein in die Mühle und wir müssen losbrettern, denn wir haben nur sehr wenig Zeit. Bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Ja, wenn sich meine Stimme ein wenig merkwürdig anhört, liegt einfach daran, es ist Herbst, es gibt wieder jede Menge Leute, die rumschniefen und natürlich habe ich laut hier geschrien und auch eine Portion Erkältung abbekommen. Okay, 1 Minute 30. Hui, das könnte eng werden. Wow! Ja, super! Bester Fahrer aller Zeiten. Mal wieder. Okay, wir müssen hier oben entlang. Einmal hier raus. 1 Minute 15. Oh, ob wir das hinbekommen? Okay, okay, okay. Keine Zeit, keine Zeit. Ignorieren, einfach ignorieren. Oh! Na komm! Einer Schneiderin gehört haben oder so. Das sieht man am Metatarsus. Okay, eins hätten wir und eine riesen Armee hinter uns. Der nächste irgendwo hier unten. 1 Minute 15. Boah, wer das hinbekommen? Na komm! Da unten liegt eine Waffe, keine Zeit für die Waffe, ist eh nur grau. Ignorieren wir mal. Nehmen den Buggy mit und fahren ganz schnell hier hin. Ich denke mal, mit dem Buggy sind wir schneller. Alles klar, einmal so rum. 1 Minute, okay. Okay, kriegen wir hin. Irgendwo da drin in der Höhle. Rennen, 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 rennen. Meine Güte, 30 Sekunden. Dann hätten wir 3 Stück. Komm schon. Und wir müssen... Wow, okay, da kommen wir nicht hin. 20 Sekunden. Du hast fast alle beisammen. Beeilung. Okay, wie komme ich hier raus? Nein. Läuft ja super. 39 Sekunden. Komme ich da drüben durch? Nee. Komm schon. Sehr schön. Jetzt ganz schnell zum Buggy. 2 fehlen noch. Wups. Okay, 19. Also die Mission hier ist ja wirklich verdammt knapp von dem Timing. Wow, 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 wow. Wow. Perfekt geparkt. Und hier drüben. Keine Zeit. Keine Zeit. 34 Sekunden. Oh Mann, ob ich das hinbekomme. Irgendwo da hinten. Komm schon. Okay, raus hier. Und den letzten bekommen wir irgendwo da oben. Irgendwo hier. Ich sage immer nur irgendwo, weil ich voller Panik bin. Oh nein, 0-1 gescheitert. Die Ware ist längst verdorben. Okay, die Mission ist wirklich gar nicht mal so einfach. Wie machen wir das am besten? Komm, spiel hiermit. Geh mir nicht auf die Nerven und spiel hiermit. Ich hab ne Idee. Erstmal die hier weg.
Boah, gehen die mir auf die Nerven. Na komm schon. Alles klar. Erstmal gucken, wie wir hier rauskommen. Erstmal wieder hier raus. Also, wie kommen wir hier raus? Hier oben. Meine Idee sieht so aus. Den ersten Arm, den wir bekommen, können wir ja oben in Overlook nehmen. Und den lassen wir mal liegen und holen erstmal die hier drüben. Damit hätten wir mehr Zeit und ich denke, wir müssen eh zurück nach Overlook, wenn wir alle haben. Also von daher probieren wir das mal aus, denn sonst würde es von der Zeit gar nicht hinhauen. Wir müssen jetzt wieder hier drüben hin. Na, wirklich, eine nervige Mission. Aber wenn ich schon hier bin, will ich alle machen. Also, wieder ran hier. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnells Armageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Den hier lassen wir jetzt hier drin. 2 Minuten 30. Man bekommt also mehr Zeit, wenn man es nicht schafft. Idiotenbonus oder was? Na gut. Also. Wow. Wow. Okay, wieder hier. Einer weniger. Bares, Bares, Bares. Hier drüben noch die Waffe, die nehmen wir mit. Wer nervt hier? Na komm. So. Moment. Oh, das ist aber ein schöner Arm. Der muss trainiert haben. 2 Minuten 55 sogar. Noch mehr Zeit jetzt, aus irgendeinem Grund. Na gut, mir soll's recht sein. Ach ja, richtig, weil wir eben den hier genommen haben. Geniale Idee von mir. Jetzt gleich hier drüben hin. Oh, super. So, stopp. Okay. Renn, 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 renn. Na los, wir haben doch keine Zeit. Ich will das unbedingt hinbekommen. Wieder da drüben hin. Der Arm muss einer Schneiderin gehört haben oder so. Das sieht man am Metatarsus. Buggy Baby. Und noch eine Granate mitgenommen. Tschüss. Oh. So, einmal hier rum. Perfekt geparkt. Keine Zeit zum Spielen, keine Zeit. Einfach ignorieren. Oh, was Grünes. Ein Skin. Sehr schön.
beisammen. Beeilung. Autsch. Oh, super. Großartig. Na komm schon. So leicht sterbe ich nicht. Sehr schön. 1 Minute 40. Das sollten wir hinbekommen. Nein, 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 nein. Yes. Oh nein, noch einer. Einfach ignorieren. Wow! Musste das sein? Sie verderben. Mach schnell! Okay, der letzte da oben noch. 1 Minute 27. Sollten wir hinbekommen. Eine Minute. Das war flott. Leg die Dinger in mein Schließfach, dann werden wir sehen, ob dieser Armageddon-Kram tatsächlich so gut ist. Okay, wohin damit? Das nenne ich unverdorbene Gliedmaßen. Gut gemacht. Es gibt so einen Spruch von wegen Arm ausreißen, damit man lachen muss. Komm jetzt nicht drauf, aber ich werde bestimmt lachen bei dem Geld, das ich damit verdiene. Alles klar, wir nehmen den hier. 25,2% mehr Gesundheit. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da drüben hin. Ich vermute, du hast dir meine Aufzeichnungen angehört. Ich wäre verärgert, wären da nicht meine gleichermaßen indiskreten Nachforschungen, die ich über dich angestellt habe. Ich habe die umfangreichen Materialien, die ich vor 5 langen Jahren nach Öffnung der Kammer zusammengestellt hatte, versteckt. In einem Anflug krankhafter Paranoia habe ich ihren Aufbewahrungsort nirgendwo notiert. Finde sie für mich und werde hübsch. Dachtest du etwa, ich sage... hübsch belohnt? Ja, denn 4 Iridium ist ein bisschen wenig. Bargeld, Waschmaschinen. Kann man endlich da rein? Immer noch nicht. Wieso? Wieso? In meinem eigenen Haus. Oh, Iridium. Alles klar. Also, wo müssen wir hin? Einmal erst hier drüben hin. Nichts drin, wo wir gebrauchen können. Aber hier finden wir Echo Nummer 1. Irgendwo hier. Hyperion hat mir meine ganze Familie genommen. Scheiße. Ist so ein Junge oder ein Mädchen? Hey, hat Moxie was über mich gesagt? I don't know. Wirst du uns retten? Mal schauen. Alles klar, okay. Ich wurde nach Sanctuary versetzt, obwohl alle dagegen waren, auch ich. Ich wollte nie hierher. Es hätte mir genügt, meine Tage in einer Nicht-Standardbehausung mit 2 Deckensesseln zu verbringen, die ich bei einer Kneipenschlägerei kennengelernt habe. Oh, sie sind hinreißend. Sie sprechen kaum unsere Sprache. Und wenn du nicht weißt, was Deckensessel sind, kann ich dich Hallo, nur bedauern. Doktor. Hier stirbt gleich einer. Ich sollte über den Skrollophant in dem Raum sprechen. Der Grund für meine Versetzung war eine überlange und systematisch unangenehme Folterung durch Jacks Schergen. Roland mit seiner gut definierten Brustmuskulatur war so freundlich, mir den Kammerschlüssel anzuvertrauen, nachdem der Zerstörer geweckt war. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Krieger. Die klingen nicht mal ähnlich. Okay, den nächsten kriegen wir irgendwo da hinten. Schwupps. Ach,
So, richtig. Die Folter. Ich habe mehrfach freundlich darum gebeten, die Instrumente gegen Bakterien zu desinfizieren, stieß aber auf taube Idiotenohren. Als sie mich wieder und wieder ins Fleisch schnitten, fiel ich andauernd in Ohnmacht und flüsterte den Deckensesseln zu. Alles würde gut. Clark hatte zunächst Angst, seine vier Beine zitterten an der kalten Decke, aber er wusste, er musste stark sein für mich. Dann widmeten sie sich seinem Bruder Philipp. Okay, falsches Audiolog. Oder Echo, ich sag immer Audiolog, wegen Alien vs. Predator. Na, 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 wo ist mein Echo? Mein Echo ist irgendwo hier, in der Nähe. Ach, hier draußen. Wer waren die Iridianer überhaupt? Philipp war so tapfer. Er war so tapfer, als die Kreissäge begann, seine Beine von der Sitzfläche zu trennen. Clark schrie für seinen Bruder, selbst als einer der Folterer sich auf ihn setzte und so seine Schreie dämpfte. Das Letzte, was Philipp sagte, bevor uralte er Alien-Krieger? Das ist doch alles Unsinn, oder? Ich liebe dich, Patty. Ich liebe dich. Und dann war er fort. Es ist einsam hier in Sanctuary. Sicher, Clark plappert oben an der Decke. Aber es ist nicht mehr wie früher. Jake hat mir so viel genommen. Jake hat mir in seinem dummen Trachten nach dem Krieger und noch mehr Macht das einzige Glück geraubt, das ich je hatte. Rache ist so sinnlos wie Musik. Aber in diesem Fall werde ich mir erlauben, mich zu rächen und an seinem Untergang mitzuwirken. Merk dir meine Worte, Jack. Du wirst sterben. Okay, jeder hier in der Gegend hasst Jack, außer natürlich ich. Ich finde Jack in Ordnung. Aber sonst, jeder hasst ihn. Na gut, zurück zu Patricia. Belohnung gibt es keine. Level 25? Schwierigkeit schwer. Ah, die Protokolle meiner Folter. Ich mache mir eine Tasse heißen Kakao und höre sie mir nochmal an. Okay, tu das. Wahnsinnig. Und wir sind Level 23. Dann nehmen wir uns... Oh, Tokens. Kritischer Trefferschaden. Yes. 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 Was haben wir hier? Granatenschaden. Yes. Nehmen wir den hier. Und der letzte Punkt nochmal hier unten. Und hier nehmen wir den hier. Moment, was haben wir hier noch? Hm. Nein, 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 nein. Hm. Nee, komm. Wie kann es sein, dass du noch lebst? Meiner gefällt mir eigentlich ganz gut, obwohl der hier sieht eigentlich auch gar nicht mal so übel aus. Na komm, nehmen wir mal den hier. Okay, nochmal hier rüber, ganz schnell zum Schwarzmarkt. Das ist gefährlich allein, Volltrottel. 19 Stück, dann nehmen wir... Ah, verdammt, einer fehlt mir. Wo bist du, Scrappy? Scrappy! Scrappy werden wir auch noch suchen gehen, aber erstmal müssen wir hier ran. Komm schon, Baby, Iridium. Tja, so viel Glück muss man haben. Einfach purer Skill. Meine Adresse gegeben. Den bringe ich um. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und tschüss.